Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu den Nebelchroniken hier in den Nebellanden, wo ich gerade in einer Höhle bin und hinaus möchte, zurück zur Baumfarm, die restlichen Setzlinge einsammeln. Und dann machen wir uns auf, einen Schrank bei unserem Holzwurm einzubasteln. Achso, ich wollte schon sagen, die Baumkrone sieht komisch aus, aber das ist ein Baum dahinter. Alles gut, bewahren Sie Ruhe, Schock bekämpfen und so. Alles ist hier safe. Ich habe noch ein Bett. Ich habe nämlich das andere Bett nicht abgebaut, ich Nase. So, wir brauchen ja nur 1, 2, 3, 4. Na, gucke. Kann man... Wo kommt das Gras her? Das ist sehr seltsam. Oh. Der Lügenlautregent hat schon wieder zugeschlagen. Hat noch einer ein Setzling für mich? Danke sehr. Danke sehr. Das ist ja hier optimal mit den Setzlingen. Ich hatte mir zwischenzeitlich echt mal gedacht, ob man hier vielleicht schwarze Erde anbauen sollte, weil die ja irgendwie fruchtbarer sein soll als normale Erde. Habe ich gehört. Ob es so stimmt, man weiß es nicht. Und mich hat eine FMS, eine quasi Flapsy-Mail-System, eine Nachricht erlangt, dass die Nachricht Fichti erreicht hatte, dass wir den Fichtenwald so roden, aber der gute Herr Bürgermeister konnte Fichti noch davon abhalten, zu handeln, da wir ja auch kräftig am Ohrforsten sind, nicht wahr? So, gute Nacht. So, guten Morgen. Los und weiter, halt. Hier will ich doch her. Einen Akazienschrank bauen. So, hier, hier. Hier, hier. So. Dann brauchen wir auch ein paar Stufen. Und ein paar davon. Nee. Das kommt, glaube ich, ganz lustig, wie ich mir das denke. Ein Belüftungsschlitz sozusagen. Damit die Klamotten... Ich dachte, da steht ein Creeper. Damit die Klamotten auch gut durchgelüftet sind. Dann nehmen wir einfach mal Schwarzeichenholztüren. Kann man mal testen. Ich habe nur eine. Dann machen wir uns halt noch... Altes Akazie. Dann machen wir uns halt noch ein paar. Oh. Höchstens höher ziehen. Was sind dahinter? Was befindet sich denn dahinter? Ist das jetzt schon... lass mich durch. Okay, das ist das. Was war denn das jetzt? Irgendwas ist bei mir umgefallen. Ich weiß aber nicht, was. Komisch. Na egal. Will ich den noch einen weiter rausziehen? Schade, dass ich kein Bild habe, was aussieht wie ein Schrank. Weißt du, wie ich meine? Schwarzeiche, da brauchen wir uns erst noch mal schnell hier. Zack, zack, zack. Glowstone haben wir schon wieder weggeräumt. Wenn das jetzt natürlich doof aussieht, ne, dann haben wir den Salat. Obwohl, das muss ja keiner wissen, dass dahinter nichts ist. So. Und dann...
Das kriege ich doch nicht so hin. Brauche ich hier einen Erdfahrstuhl nach oben? Der ist schon mal voll falsch. Muss ja alles... Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich mache das so. Kann ich da... Da kann ich natürlich nicht hüpfen. Nein. Ja. So, und dasselbe muss natürlich dann hier noch gemacht werden, aber da kann ich auch nicht hüpfen. So. Und dann kommen da... Welche macht man da? Die normalen. So, und dann machen wir da noch einen kleinen Gag. Dann machen wir da noch einen kleinen Gag. Kalzinholzzaun. Eichenholzzaun. Ich kann mal den einen Apfel hier verdrücken. Warte mal, mir kommt gerade noch ein Gedanke. Im Normalfall stehen diese Türen ja immer so ein kleines Stückchen ab, ne? Also bei manchen Schränken, nicht bei allen, aber bei manchen. Das ist natürlich eher doof. Genau, weil dann gehen die erstens nach außen auf. Und den machen wir nach hier auf. So, und dann haben wir da auch Platz für Truhen. Und es sieht nicht besonders schlimm aus. Ah, Mist, ich dachte, das könnte eher wie ein Kleiderbügel aussehen. Ich habe gerade auch nicht das Rezept für einen Rüstungsständer im Kopf. Wie war denn das? Wie war denn das? Ist ja auch egal. Hier soll auf jeden Fall ein Rüstungsständer rein und hier können wir Kisten reinpacken. Kisten. Haben wir da noch welche? Zufälligerweise. Rein zufällig nicht. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben wir keinen Platz mehr, ne? Heidewitzka. So. Oh, mit Glowstone kriegt man die auch auf, wenn die drüber sitzen. Okay. So, und hier soll ein Rüstungsständer rein und dann wäre das schon mal gut, würde ich sagen. Sehr gut sogar. Wir haben Wolle. Und wir haben Sticks. Dann brauchen wir auch ein paar Bilder. Drei Stück. Schauen wir mal, was wir... Habe ich alle Sticks wieder eingesammelt? Ja. Schauen wir mal, was wir hier ranbasteln. Sowas eher nicht, sowas eher nicht, sowas eher nicht. Sowas hier. Ja, Fernseher nicht. Schubladen wären bestimmt auch noch ganz gut. Hier so, hier so. Das sieht doch halbwegs aus wie ein Schrank, Freunde, oder? Was sagt ihr so? Hm? Ja, nee, besser, schlechter gleich, wie so mancher Bürgermeister sagen würde. Könnt ihr ja mal sagen. So, hier ist dann dieser balkonähnliche Durchgang. Den lasse ich dann sogar offen. So, dann des Weiteren. Was können wir denn sonst noch hier mit anbringen? Was ist denn hier los? Das kann man so aber nicht ganz lassen, sag ich mal. Ist das Schwarzeiche? Nee. Das sieht mir eher nach Fichti aus. Haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Schwarzeiche haben wir Tatsache nicht. Wie kann denn der Lautregent nur? Wie kann er nur? Meine Axt macht auch langsam die Biege. Ich will jetzt aber hier nicht... Bei dem hier sowieso nicht. Das ist der Weihnachtsbaum, der bleibt, haben wir gesagt. Oh, mein Lied weiter. Das ist ja hier. Hier steht nirgendwo eine Fichte. Da müssen wir echt... Eieiei. Trudenweiler wäre das nächste Fichtengebiet, ne? Haben wir jetzt vielleicht noch so ein Setzling oder zwei? Ne. Nee.
Oh Mann, ich will's hier. Oh Mann. Gut. Einen habe ich mir jetzt geklaut. Hier. Muss sein, Freunde. Kriegen wir alles hin mit der Zeit. So. Naja, geht doch eigentlich relativ gut voran. Dann haben wir vielleicht irgendwann unsere nächste Baustelle fertig. Obwohl, der soll ja auch noch hier einen kleinen Garten mit herbekommen an der Seite hier, ne? Also, hier das so. Bloß wie ich den mache, weiß ich auch noch nicht. Das steht in den Sternen wie so manch anderes. Joa, lassen wir so. Lassen wir so. Gut, Deckenverkleidung. Lassen wir ja eigentlich vom Grundprinzip her so, wie sie ist. Aber wir könnten ja auch noch ein Stück runterziehen. Dann würde auch das hier nochmal wegfallen. Oder man macht es anders. Was ist denn da drunter? Super. Aha. Spitzenmäßig. Wie heute das Werkzeug weggeht. Ein Träumchen. Drei. So, weil dann wird das von Akazie wegkommen. Und ein anderer Unterbau würde dahin. Was würde denn hier schön ausschauen? Wir könnten auch eine Steindecke machen. Oh, ah ne, roten Sandstein haben wir schon unten. Da würde roter Sandstein oben scheiße aussehen. Quarz? Ist wieder schweineteuer, ne? Aber wieso nicht? Ich meine, Holz geht ja hier in den Nebenlanden auch weg wie warme Semmeln. Kann man auch mal machen. Oder hier so eine Netherziegel. Nee. Quarz, glaube ich, ist ganz gut. Aber vorher gehen wir noch mal eine Runde pennen. Haben wir Quarz denn hier? Weißgebrannter Ton. Polierter Diorit. Polierter Diorit. So, als Decke? Ich schaue mir das mal an. Okay, warte mal, da hinten kann man sich das echt sparen. Kann man ein bisschen mit Dreck reingehen, den wir ja weggepackt haben. Hier da so. So, und hier müssen dann, da könnte man ja dann theoretisch Quarzstufen hinmachen. Ich baue jetzt erstmal hier so ein bisschen Decke ran und gehe pennen. Gute Nacht. So, guten Morgen. So, weil dann ist der Raum nämlich nicht so immens hoch und es wirkt ein bisschen komfortabler, meiner Ansicht nach. Aber hiervon brauchen wir noch ein bisschen was. Haben wir zufällig noch was? Nee. Und nee. Dann müssen wir da auch noch welchen holen. Oh, ich bekomme langsam Hunger, Freunde. So richtig, richtig Hunger. Der Kühlschrank voll, aber nichts zu essen im Haus. Na, wer kennt's? Lalalalalala. Ich bin auch so ein bisschen unzufrieden mit diesem Überhang da. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Aber von der anderen Seite sieht es halt wieder gut aus. Naja, muss man ja dann immer von der einen Seite gucken, ne? Ist halt so. Punkt. Möchte sich der Lord-Regent jetzt auch nicht umentscheiden. Ach ja, Freunde. Morgen habe ich mal wieder ein bisschen was zu erzählen, ob ihr sowas kennt. Na, kennst du? So. Polierten Diorit. Da müssen wir jetzt auch mal eine Bestandsaufnahme machen, wie es überhaupt ausschaut, so materialmäßig. Muss ich mir vielleicht den einen und anderen und den ganz anderen mal einladen? Oh, gar nichts. Ach, das andere sieht. Oh, haben wir Schwein gehabt, Diorit. Da haben wir noch ein bisschen was.
1, 2, 3, 4. Für Versorgungstouren, weißt du? Mehr Leute bekommen in Endertruhen mehr rein. So ungefähr, wenn du mir folgen kannst, was ich damit sagen möchte. So. Der sollte auf jeden Fall genügen. Mehr als genug. Ach ja, wie schaut's denn eigentlich? Na egal. Machen wir morgen. Freunde, danke fürs Einschalten und bis dann. Wiedersehen.